Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Urban Nightmare. Hier auf Quasselstrip LP. Wieder mit der guten Tifa. Hallo. Ja. Und wir laufen direkt mal zu dem netten Herrn, der da ganz viele Kerzen hat. Kerzen? Ich habe irgendwie an was anderes gedacht, aber okay. Lassen wir das. Ist gar nicht so wichtig. Ich lese einfach mal vor. Ich könnte ihn ja nach dem Weg fragen. Wenn du ihn weiter so anstarrst, wird er noch... One, two, three, four. Es tut mir leid, ich wollte nicht... Aha, wenn er das sagt. Was haben die nur? Ich meine, die Leute sind hier alle so seltsam. Ich kapiere das auch nicht. Die sind alle so einsilbig oder sie sagen gar nichts. Niemand wollte mir erzählen, wie ich zur Hauptstraße komme. Bei denen da ist die Sache aber klar. Der leidet wohl schon unter Demenz, wegen dem ganzen Alkohol vermutlich. Oh! Jetzt habe ich kapiert, das sind keine Kerzen, das sind alles Alkoholflaschen. Das sind Weinflaschen. Wieso Weinflaschen? Apropos Weinflaschen. Prostata! Weil ich gerade die Weinflasche sehe und die ist lang und hat so einen dünnen, langen Hals, genauso wie da. Nein, ich dachte da sofort an diese typischen Schnapsflaschen mit Korken drauf, die man in Filmen immer sieht. Oder Likörflaschen. Habe ich schon Prost gesagt? Na, dann haut mal rein. Prost, auch wenn ich jetzt mit Wasser anstoße. Was? Nein, hier auf Quasselschrippe LP gucken alle Zuschauer immer nur teuerste Liköre. Gucken, klar. Trinken? Und trinken, natürlich, klar. Und saufen Bier und Wein und... Okay, dann muss ich meinen Wein holen. Nein, die wird kein reiner Wein eingeschenkt. Wir trinken nur so Belegfusen. Der leidet wohl schon unter Demenz wegen dem ganzen Alkohol vermutlich. Genauso wie ich. Wäre das nicht was für Marcel? Der wollte sich doch auf Hirnkrankheiten spezialisieren, oder? War es so zu leben oder den zu analysieren? Entschuldige, noch ein wenig krank. Wegen der Demenz wahrscheinlich. Ach so. Ich denke schon, ja, aber die anderen können doch nicht alle krank sein, oder? Nein, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, was sie haben. Vielleicht mögen sie keine Fremden. Das klingt absurd, oder? Wir sind hier mitten in der Stadt und nicht in einem Hinterwäldlerdorf. Naja. Naja, es sieht ja zumindest so aus, oder? Also ich war schon in Dörfern, die sahen hinterwäldlerhaft aus. Nein, hinterwäldlerhaft. Aber das sieht eher einfach nur heruntergekommen aus. Das ist einfach nur ein falscher Begriff. Na egal. Trotzdem kommt mir das so vor, als ob die uns gar nicht helfen wollen. Er hat recht. Die Leute sind mir irgendwie unheimlich. Am besten, wir lassen ihn einfach in Ruhe. Dann lassen sie uns auch in Ruhe. Denke ich auch. Kannst du nicht trinken, während du vorlesen? Du hast eben noch vorgelesen. Da komme ich lieber nicht zu nah. Du sollst auch nach unten gehen. Hier, ein Brett. Hinter dem Brett ist ein Pit, ein kleiner Hohlraum. Das Brett entfernen? Amana, klar, Mann. Ich habe nicht gesagt, dass er reingehen soll. Er hat das Brett entfernt. So. Was soll ich machen? Nichts. Ich gucke mir jetzt erstmal die Kisten an. Der Karton ist leer. Da waren bestimmt die Alkoholflaschen drin. Das kann gut sein. Ein paar zerfledderte Groschenromane. Yeah, setzen wir uns hin und lesen und werden hier so ein Penner mit Alkoholflaschen. Nee, da gehen wir nochmal raus. Ich wollte die Mülltonne angucken. Die Mülltonne ist voller Papier. Jetzt gehen wir hier rein. Um den Satz meiner Mitspielerin zu wiederholen. Der Schalter reagiert nicht. Er hat anscheinend keinen Strom. Wenn ich den Stromverteiler finde, der ihn mit Strom versorgt, könnte ich ihn vielleicht wieder einschalten. Eine schwere Metalljalousie versperrt den Weg. Das Gitter rührt sich kein Stück. Gut, der Strom scheint mir auch soweit nichts zu nutzen, weil wir da nicht drankommen.
Was haben wir da? Die Hausnummer 6. Da ist die 5. Oh. Hallo? Oh. Komm mal mit, Mädel! Lassen Sie mich sofort los! Was will der von mir? Lukas, mach doch was! Warum bist du denn gleich so wütend? Ich wollte dich doch nur einladen. Rein in die gute Stube. Ich geb dir auch was aus. Ich will aber nicht. Bitte hilf mir, Lukas! Das ruft sie nicht, das denkt sie. Ist mir doch scheißegal. Aber die ist panisch. Ja, sie denkt es trotzdem. Mach was. Sie haben doch gehört, was sie gesagt hat. Sie möchte nicht. Scheiße! Ist ja schon gut! Was ist euer Problem? Verpisst euch bloß! Kinder waren die unhöflich. Ich dachte schon, dass er uns jetzt hinterherkommt. Mann, wo sind wir hier nur gelandet? Marcel hatte mit dem Ghetto doch recht. Die sind hier doch alle asozial. Wie Marcel. Man muss zwischen den Zeilen lesen manchmal. Ja. Geht's? Nein, ich fühle mich schrecklich. Sag es ihm doch einfach. Das kann ich nicht. Ich möchte nicht, dass er mich für so schwach hält. Ach, ist schon in Ordnung. So sind Betrunkene eben. Du stellst dir das jetzt aber harmloser dar, als es ist. Der Kerl wollte dich in sein Haus ziehen. Erinnere mich nicht daran. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem, es ist nicht so schlimm. Ich kann weiter. Lass uns gehen. Na gut. Wurzeln schlagen wollte ich hier auch nicht. Wer weiß, ob der sich nicht nachher noch anders überlegt. Na, wer weiß das schon. Komm, fusioniert wieder. Natalie und Lukas werden zu Quasselstripper. Na, danke. Was? Das ist mein Kanal. Wir können ja mal zu dem Herrn reingehen. Da ist Haus Nummer 8, Haus Nummer 7. Was ist das? Ach, das ist hier ein Haus. Ach, das ist oben. Erster Stock, da geht eine Leiter hoch. Und da ist noch eine Kiste. Und was ist da drin? Ein paar Lumpen. Können wir uns anpassen. Was haben wir hier? In den Säcken ist Müll. Schön, das habe ich mir schon gedacht. Ah, da eine Kiste. Geh doch erstmal zur Mülltonne. Die Tonne ist voller Dreck. Wow. Ist ja. Da oben eine Schachtel? Dort oben liegt etwas, aber die Nische ist zu hoch, um sie zu erreichen. Da müssen wir schon mal Bescheid. Da müssen wir hoch. Nein, wir müssen hier ran. Der Karton ist leer. Naja, wir müssen ja hoch, um da dran zu kommen, oder nicht? Theoretisch, ja. Haus Nummer 7. Dann gehen wir doch mal nochmal in Haus Nummer 6 rein. Die Tür ist verschlossen. Da ist ein Zahlenschloss, auf dem Name Bruckdick steht. Vielleicht ist das der Name des Schlosses. Welche Nummer soll ich ausprobieren? Gar keine? Das war wohl nichts. Ja, ich will doch gar nichts. Ach, da unten ist noch eine Tür, fällt mir auf. In den Raum krabbeln. Natürlich. Da wollte Meinst du, das war eine gute Idee? Ja. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Hast du jetzt gedacht, der böse Besoffene überfällt uns? Sag mir nicht, ne? Dort habe ich schon alles durchsucht. Nein, die andere Tür war die nicht. Die hier? Die kommt nicht mehr. Wir können doch zu dem gehen. Diesen Betrunkenen gehe ich lieber aus dem Weg. Warum nur? War doch so nett. Die Tür ist verschlossen. War ja klar. Natürlich war es klar. Da ist noch was. Die Tür ist verschlossen. Ach, das ist der andere von der anderen Seite, der sich vor uns versteckelt hat. Der uns ausgesperrt hat? Nein, sich eingesperrt hat. Hey, red nicht auf mein Kabel. Entschuldigung. An der Lehrerin. Die Tür ist verschlossen. Die Mülltonne ist leer. Die Tür ist verschlossen. Okay. Die ist doch auch verschlossen. Ich
ich meine, wir haben da so ein Brett zur Seite gelegt. Können wir das nicht einfach benutzen, um die Kiste runterzuholen? Die Drittleiche an die Wand stellen, ja. Ich habe gerade gedacht, da eine Bank macht keinen Sinn. Okay. Bling, 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 bling. In der Kiste sind Unterlagen über die Kunden des Schlossers. Mal sehen, Haus Nummer 6. Dort steht, dass der Besitzer unbedingt den Geburtstag seines Sohnes Jonas für das Schloss nehmen wollte. Und was ist das? Leuchtstabbehalter. Den werde ich vielleicht gebrauchen können. Aber hallo. Ja, ja, wir sind so ordentlich, wir legen die Kiste wieder ab. Ja. Also, wenn wir jetzt wüssten, wann der Jonas Geburtstag hat, dann ist alles paletti. Genau, in den Raum krabbeln. Und jetzt knicken wir mal unser Licht. Musst du es vorher benutzen? Gegenstand benutzen, ja. Ficklicht, Knicklicht. Knicklicht benutzen. Boah, sieht jetzt radioaktiv verseucht aus. An der Wand steht der Name Jonas und ein Datum. Der 5.7.2008. Na, der ist aber noch nicht sehr alt. Der müsste jetzt noch nicht mal 5 sein. Mhm. Er wird aber bald 5, okay. 572008. 5.7.2008. Hinweis erhalten. Ach, wie billig. Wir können das auch noch nachlesen. Das war's schon. Na gut, dann lasse ich ihn gleich hier. Umweltverschmutzer. Ach Quatsch. Hier sind so viele Mülltonnen. Ja und? Die brauchen wir doch für den 5.7.2008. Yep. Um Party zu machen. Die Tür ist jetzt offen. Schön. Hey, da hängt ja ein Zettel. Eine Nachricht an einen Hausmeister. Anscheinend ist der Stromverteiler in diesem Gebäude defekt. Ah. Sehr schön zu wissen. Das ist der Stromverteiler, würde ich behaupten. Ja. Farbeimer, ein paar Kartons mit Schrauben und eine Flasche mit Reinigungsmittel. Nichts Interessantes. Naja, das sieht schon fast nach einem Bombenbausatz. Ein paar Kartons mit Nägeln und Schrauben. Mal sehen, was ich eigentlich. Mal sehen. Das müsste ich eigentlich wieder bekommen. So. Du kennst dich mit so etwas aus? Ja, weißt du, mein Vater ist Elektriker. Moment mal, das sind Freunde und die wissen nicht mehr, was der Vater vom anderen hier. Sie sind Uni-Kollegen. Damals fand ich das total toll. Ich wollte unbedingt selbst einer werden. Deswegen hat mich mein Vater öfters mitgenommen und mir einiges beigebracht. Für so eine Schaltung sollte es reichen. Um den Stromverteiler zu reparieren, müssen alle Ladungen aus den Quellen zu den Zielen und den Speichern geleitet werden. Okay. Alle braunen Gegenstände können mit Enter aufgenommen und mit einem weiteren Druck auf Enter wieder abgesetzt werden. Die Leiter leiten den Strom in die angezeigte Richtung. Okay. Die Speicher können eine gewisse Menge Strom aufnehmen, bevor sie ihn in die angezeigte Richtung weiterleiten. Aha. Du verlierst dann, wenn der Strom die Wand oder ein Hindernis berührt. Der Strom von der falschen Seite auf einen Gegenstand trifft, die Maxikapazität eines Ziels überschritten wird. Okay. Interessant. Das ist kein Enter. Ach du Schande. Weißt du, wie kacke das gerade ist? Wem erzähl ich das überhaupt? Du guckst ja zu. Yep. Na, dann machen wir es doch gerade mal so. Ah ja, also so scheint es zu funktionieren.
Aber das war eine blöde Idee. Sehe ich gerade. So müsste das eher gehen. Nee, eher so, glaube ich. Gar nichts mitnehmen. Nur das Braune. Ja. Da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich das hier versuche, damit vollzuladen. Jetzt. Keine Ahnung. Musst du das nicht irgendwie mal... Ach so. Ah. Jetzt habe ich es kapiert. Ein Fehler. Ach ja. Aber gut, soweit ich das sehe, wird das erst in der nächsten Folge was. Also sehen wir uns mit diesem Rätsel wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.